Tragischer Unfall an einem Bahnübergang bei Rieste im Landkreis Osnabrück. Alle drei Insassen dieses Mercedes kamen ums Leben, als das Fahrzeug beim Überqueren des unbeschrankten Bahnübergangs von einem Zug erfasst und rund 200 Meter mitgeschleift wurde. Der Bahnfahrer hatte noch versucht zu bremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht verhindern. Der 48-jährige Autofahrer und seine zwei Beifahrerinnen waren auf der Stelle tot. Warum der Mercedes nicht stehen blieb, ist unklar. Medienberichte gehen davon aus, dass ihm durch ein Maisfeld die Sicht auf den Bahnübergang versperrt geblieben ist. Dieser Augenzeuge glaubt das jedoch nicht. Nein, das ist ja gut einsehbar hier. Der kam ja auch aus der anderen Richtung. Der kam ja von, also wenn ich das, so wie ich es richtig gesehen habe, das ging so schnell, aber aus meiner Sicht kam der von Lage hier runter. Die Bahnstrecke ist ja einsehbar und ist ja noch, auch noch eine Wölbung vor. Also man hört ihn auch. Die sind so laut, das hörst du eigentlich. Weil der Wagen unter dem Zug eingeklemmt war, gestaltete sich die Bergung der getöteten Insassen als schwierig. Mit einem Flaschenzug trennte die Feuerwehr schließlich das Auto von dem Zug. Die Zugreisenden wurden psychologisch betreut. Die Bahnstrecke musste für längere Zeit gesperrt werden.